So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Was ihr hier seht auf diesem schicken Holzklotz ist Bens aktuelles Kochstudio. Ben soll Bratensoße zubereiten, hat er gerade den Auftrag bekommen. Und dazu wird er nun benutzen seinen neuen Torx Alkoholbrenner. Das ist dieses Teil. Dazu habe ich hier noch ein Topfaufsatzgestellchen. Funktioniert so, ne? Und ein Paddling mit einem Schluck Spiritus. Da ist wirklich bloß noch ein Schluck drin, wie man sieht. Langt völlig, vermute ich. Ein Feuerzeug und da hinten hat es, naja, outdoor-taugliche Bratensoße, weil im Packmaß sehr optimal. Ja, die ist von Knorr. Knorr mag kein besonders freundliches Unternehmen sein, aber Unilever, also sprich Knorr, die Firma hinter Knorr, ist immerhin nicht Nestle. Also von daher die weniger schlimme Alternative. So, nur zur Info, zu diesem kleinen Brennerchen hier gibt es noch dieses schöne orangene Säckchen, wo man den drin verstauen kann. Dann kann da auch nichts verstopfen, was da potenziell verstopfen kann. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ich finde den ganz hübsch, der wiegt nichts. Der wiegt vielleicht ein Gramm oder was. So, tolle Funktionen von diesem kleinen Titan-Spiritus-Brenner bestehen darin, dass er so wenig wie möglich Funktionen hat. Weil was Funktionen hat, kann kaputt gehen. Was bewegliche Einzelteile und zusätzliche ausklappbaren Schissdreck hat, kann kaputt gehen. Dieses Ding kann quasi nicht wirklich kaputt gehen. Also außer man tritt drauf oder solche Späße. Aber im Grunde ist das, glaube ich, wirklich ziemlich unzerstörbar. So, wie funktioniert das jetzt? Muss ich jetzt mal reinleuchten, sonst sieht man das nämlich nicht. Folgendes, wir haben hier an der Wand so winzig kleine Löchlein. Ich hoffe, man kann die sehen. Wenn nicht, müsst ihr mir einfach glauben, dass die da sind. Die sind wirklich verdammt klein, wie mit einem wie mit einer Stecknadel hier in diese Wand oben rein gepinnt. Und hier ist auch noch so eine kleine Wulst oben am Rand entsprechend, weil das ganze Ding ist doppelwandig. Man kann hier unten so leichte Unebenheiten im Boden so halbwegs erkennen, weil es da halt auch eben wieder so Bereiche gibt, wo, wenn man den Spiritus reinkippt, der dann quasi von unten in die Wand fließt, in der Wand nach oben steigt und dann da oben aus diesen kleinen Düsenlöchlein wieder austritt. Und da brauche ich eigentlich gar nicht lange erzählen, was passiert, wenn man da Spiritus reinfüllt. Das machen wir jetzt spaßeshalber einfach mal schnell. Ich nehme jetzt den ganzen Schluck. Ungefähr die Hälfte von dem, was hier noch drin war, hat schon gereicht, um eine Tasse heißes Wasser zu produzieren. Ne? Also man braucht da wirklich ziemlich geringe Spiritusmengen. Ich finde das sehr überzeugend, mit wie wenig man da auskommt. So, und jetzt brennt das erstmal relativ unspektakulär. Und jetzt müssten gleich die Jets zünden. Ja, da kommen sie auch schon. Und da kann man jetzt schön sehen. Deswegen hat er eben diese Löcher im Rand, weil aus jedem dieser Löcher kommt dann eine einzelne Flamme, weil halt eben der Spiritus bzw. der vergasende Spiritus eben in der Innenwand aufsteigt. Und was dann letztendlich für den Großteil der Flamme verantwortlich ist, ist gar nicht der Spiritus, der in der Mitte brennt, weil dann könnte man auch einen stinknormalen Topf nehmen, sondern eben diese Jets. Und damit kriegt man eine in der Mitte zentrierte Flamme, die auch bei ein bisschen Wind wie jetzt relativ wenig abgeleitet wird, weil sie halt eben schön in die Mitte geschmissen wird. Uhuhu. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Wasser in dem Topf hier. Okay, also hier sind jetzt 200 Milliliter Wasser drin. Stell ich ihn drüber. Ups. Bisschen weiter reinschieben das Ganze. Geht mit diesem Gestell auch gut. Töpflein drauf. Auch noch ein bisschen in Richtung Wind schieben, damit die Flamme schön unterm Töpflein bleibt. Soweit das geht. Ich habe mir noch keinen Windschutz gebastelt. Man müsste sich zu diesem System einfach selber einen Windschutz basteln. Also einfach vielleicht gerade mit stärkerer Alufolie zum Beispiel sich da einfach so einen Kranz bauen, den man da drumherum setzen kann. Und jetzt wackelt kurz die Kamera, was daran liegt, dass ich ein wenig zoome. Ja, und jetzt heißt es warten und ich stelle mal kurz die Stoppuhr. Läuft ab jetzt. Wir müssen also nachher noch ein paar Sekunden draufgeben, bis wir hier kochendes Wässerchen bekommen. Wenn das überhaupt reicht von der Spiritusmenge. Der Wind ist jetzt natürlich ein bisschen störend, aber gut. So, in der Zwischenzeit sollte das Wasser zumindest mal so heiß sein, dass man die Würfel da reinschmeißen kann, ja. Faszinierend, nicht wahr? Bens tolles aktuelles Kochstudio. Eins,
2. Jetzt hat mir die Küchenfee aus dem Hintergrund extra noch eine Outdoor-Schneebesen gegeben. Hier nennt sich Gabel. Also man kann da auch erstaunlich gut drauf rühren. Dadurch, dass dieses Drahtgestell doch eine relativ hohe Fläche hat, steht der Topf eigentlich relativ sicher. Das geht erstaunlich gut. So, wir befinden uns jetzt bei circa 6 Minuten Zeit, die das hier auf den Flammen verbracht hat. Und was ihr jetzt hoffentlich sogar seht, ist, wir haben sprudelnd kochende Soße. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hätte, jetzt reines Wasser aufzukochen. Ich vermute, dass diese Soße potenziell einen vielleicht etwas niedrigeren Siedepunkt hat. Aber wir hätten in jedem Fall jetzt auch super heißes Wasser, das für die allermeisten Anwendungen heiß genug wäre. Also auch für einen Tee oder einen Kaffee oder, ja gut, je nachdem, wie man seinen Kaffee trinkt, wollen ja viele Leute da wirklich super ultra hoch und kochendes heißes Wasser haben. Keine Ahnung. Was wir aber jetzt jedenfalls hier haben, ist sprudelnd kochende Bratensoße. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Mit ziemlich wenig Spiritus und in, wie gesagt, circa 6 Minuten. Das finde ich ist eine beachtliche Leistung für so einen kleinen Wurzelbrenner. Das stelle ich jetzt zur Seite, weil wir brauchen jetzt noch keine Bratensoße. Der Rest ist noch nicht fertig. Die werden wir auch nachher natürlich noch etwas anreichern mit anderen leckeren Dingen. Wir werden sie nachher nochmal aufkochen. Aber worum es mir jetzt eigentlich im Wesentlichen nochmal geht, ist noch kurz auf die Spezifikationen dieses kleinen Brenners hier hinzuweisen. Der hat nämlich noch eine wesentliche wichtige Eigenschaft, die ich noch nicht erwähnt habe. Der wiegt, glaube ich, 24 Gramm oder irgendwie sowas. Ne? Also der ist unglaublich leicht. Und wenn man jetzt noch dieses Drahtgestell da zusätzlich mitnimmt, dann ist das ganze Setup immer noch unglaublich leicht. Und dann noch ein relativ geringer Spiritusverbrauch, diese hervorragende Brennleistung, die man hier sehen kann. Also nach dem, was ich jetzt bisher von diesem Teil gesehen habe, bin ich da wirklich hellauf begeistert von diesem kleinen Ding. Nichts gegen den guten alten Trangia, aber der vereint halt die Vorteile des guten alten Trangias mit dem Material Titan, was für einen Kocher nun wirklich ideal ist. Da fällt mir jetzt keinerlei Grund ein, weshalb ein Kocher nicht aus Titan sein sollte, weil dann hat er eine sehr dünne Wandstärke. Er kühlt sehr schnell wieder ab nach Verwendung. Sprich, wenn man den auspustet, ein Trangia ist eine ganze Weile heiß. Das Ding pustet man aus oder macht einen Deckel drauf. Also zum Beispiel jetzt diesen Deckel hier einfach umgekehrt drauf machen. Mit der Rückseite nach oben, also mit der Innenseite nach oben, so rum. Und dann ist das Ding auch gleich wieder aus. Und dann ist er halt auch gleich wieder kühl. Und dann kann man ihn theoretisch so gut wie nach, keine Ahnung, was weiß ich, nach einer Minute oder was, kann man den wieder einpacken in sein Säckchen zurück und kann damit dann wieder weiterziehen. Was man allerdings bei dem Teil nicht kann, was beim Trangia ja geht, wenn man einen vernünftigen Dichtungsring hat, ist ihn gleich befüllt transportieren. Der hat halt keinen Deckel in dem Sinn. Das wäre jetzt noch ein Vorteil, den der Trangia mit sich bringt. Aber so ein Trangia-Kocher wiegt, glaube ich, fast 100 Gramm oder sogar ein bisschen mehr. Und das Ding wiegt halt ein Viertel davon oder sogar noch ein bisschen weniger. Das macht halt dann schon wirklich was aus. Und jetzt ist er auch eben entsprechend ausgebrannt. Und jetzt warte ich mal kurz und sage euch, wie lange es gedauert hat, bis er kühl war. Uhr läuft ab jetzt. So, jetzt ist circa eine Minute rum. Das Drahtgestell konnte man schon seit nach 20, 25 Sekunden problemlos anfassen. Dann war es noch ganz leicht warm. Inzwischen fühlt sich das absolut kalt an. Das würde ich jetzt sofort in jede erdenkliche, egal wie empfindliche Tasche einstecken. Und das Kocherchen selber, okay, das ist jetzt noch warm. Ja gut, aber ich kann es halten. Und ich habe hitzeempfindliche Hände, muss man dazu sagen. Ne? Also ich bin da eher Mimöschen als alles andere. Doch, ja, also eine Minute circa und dann ist er soweit ausgekühlt, dass man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss, ihn irgendwo einzupacken. Noch, ja, angenehm, ein bisschen angenehm warm, da ich jetzt auch kalte Hände habe. Im Hintergrund wird unser Topf befüllt. Ja, aber man sieht nicht mehr viel, weil es ist schon zu duster und ich wackel hier eh mit der Kamera rum und... Ich kann noch einmal rühren. Einmal rühren. Es hat Zwiebeln mit drin. Yeah, Zwiebeln! Also Braten, Zwiebelsoße und wir haben nachher auch noch diverse Gewürze, die wir uns auch noch reinkippen können. Aber ihr seht, es wird zunehmend dunkel. Wir machen Schluss. Nein.
Und ihr habt dieses Köcherchen da mal in Aktion gesehen. Also der ist schon dufte. So, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal.